Ja, aktuell ist es uns tatsächlich möglich, dass wir rund 1000 Kinder und Jugendliche erreichen. Aktiv sind momentan 50 Familien betreut durch unsere aufsuchende Familienhilfe. Uns ist nämlich ganz wichtig, dass wir neben den Kindertagesstättenplätzen, die wir anbieten, schon für die Kleinsten ab 10 Monaten und eben unserem Portas Abertas offene Türen-Projekt, bei welchem wir eben sozusagen eine offene Halbtagsbetreuung für die Kinder nach der Schule anbieten. Was kann man sich genau darunter vorstellen, offene Türen? Nach der Schule kommen die Kinder zu uns. Sie bekommen erstmal eine warme Mahlzeit und Trinkwasser, was für die meisten wirklich die einzig warme Mahlzeit am Tag darstellt. Dann geht es weiter mit Hausaufgabenbetreuung. Manche Kinder brauchen, wie gesagt, noch gewisse, ja, Spezialförderungen, da gehen wir dann auch sehr stark drauf ein. Und ansonsten versuchen wir natürlich auch, die Kinder an einem normalen Leben teilhaben lassen zu können, indem sie ja Sportaktivitäten mitmachen können, wie Fußball, Tanz, Ballett, Capoeira oder eben auch ganz viele kulturelle Aktivitäten. Ja, in den Kindertagesstätten wollen wir den Müttern, den jungen Müttern, damit sie arbeiten gehen können, damit mehr Geld da ist im Monat, um die Familie, ja, die Versorgung gewährleisten zu können, bieten wir hier schon an, dass die Kleinsten ab 10 Monaten bei uns bleiben dürfen, bis zum 5. Lebensjahr, bis die Einschulung ist. Und auch hier sind wir ganz froh, dass wir mit vielen, städtischen Verwaltungen zusammenarbeiten, die uns hierbei unterstützen.